Dienstag, 2.4., schwärzester Tag in der Barbierfabrik in Plattling. Die Stimmung ist katastrophal. Helmut Faber bringt es mit wenigen Worten auf den Punkt. Für den Standort Plattling war die Nachricht, dass eine Papiermaschine stillgelegt werden soll, eine Hiobsbotschaft. 160 der insgesamt knapp 600 Arbeitsplätze sollen wegfallen. Für Unternehmensvorstand Winfried Schauer aber ein Schritt ohne Alternative. Die Papiermärkte sind seit ungefähr 10 Jahren rückläufig. Wir sprechen ungefähr von -5% im Jahr. Und das kommt natürlich hauptsächlich durch die Digitalisierung. Die Medienlandschaft ändert sich und damit reduziert sich der Papierverbrauch. Deshalb sei der Schritt unvermeidlich, um das Unternehmen zukunftsfähig zu machen und die verbleibenden Arbeitsplätze zu sichern. 17 Millionen Euro will UPM mit der Stilllegung einsparen. Wissenschaftsminister Bernd Siebler sagte auf dem Pressegespräch nach der Krisensitzung, die Maßnahme sei rational nachvollziehbar, aber emotional ein schwerer Schlag in die Magengrube. Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger sieht das ähnlich. Wenn hier 160 Leute freigesetzt werden sollen, da kann man nicht sagen, das nimmt man schulterzuckend hin, sondern das macht schon betroffen. Nach diesem Gespräch ist mir jetzt etwas wohler, indem wir hier durchaus den Eindruck gewonnen haben, dass auch die Betriebsleitung den Schuss gehört hat und hier wirklich auch sozial verträglich dann die Personen abbauen will, indem man vielleicht den Vorruhestand, indem man mit Abfindungen und dergleichen vermeidet, dass Leute betriebsbedingt gekündigt werden müssen, sondern eben andere Arbeitsplätze in der Region aufsuchen und so weiter. Also ich hoffe, die bekommen das ordentlich hin und ich tue alles, um das zu unterstützen. Dass die unternehmerische Entscheidung von UPM nicht mehr umzukehren ist, das war eigentlich allen Beteiligten vor dem Gespräch bereits klar. Wichtig ist ihnen jedoch, dass Papierhersteller und Betriebsrat jetzt einen Sozialplan erarbeiten, mit dem beide Seiten leben können. Unser Hauptziel ist natürlich, mit so wenig möglichen betriebsbedingten Kündigungen auszukommen wie möglich, nach möglichst sogar zu vermeiden. Und dafür wird es einen Mehrstufenplan geben, den Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertreter miteinander erarbeiten. Und daran wollen wir arbeiten die nächsten Wochen. Finanziell ist UPM sehr gut gestellt, hat in 2018 ein hervorragendes Jahr gemacht. Der UPM-Konzern hat die Taschen voll. Und hier die Sozialverträglichkeit muss man halt sich dann auch was kosten lassen und dementsprechend finanziell das Ganze ausgestalten. Dass das gelingen kann, haben andere Restrukturierungsmaßnahmen in Augsburg und Dörpen in Niedersachsen in den vergangenen Jahren bereits gezeigt. Hier hat man auch diese soziale Verantwortung übernommen und hier gehe ich ganz stark davon aus, dass es auch in Plattling der Fall sein wird. Erster Verhandlungstermin ist der kommende Mittwoch, der 10. April. 2 bis 3 Monate werden die Gespräche voraussichtlich dauern. Wir werden uns auch die Zeit nehmen, die wir brauchen. Natürlich versuchen wir hier nichts irgendwie künstlich in die Länge zu ziehen, aber wenn hier Verhandlungen stocken und wir Probleme haben, wird es auch länger dauern können. Ich habe dem Herrn vom Betriebsrat und auch dem Chef hier gesagt, ich schaue hier gerne nochmal drüber, verfolge das weiter mit und ich will nicht, dass plötzlich Negativschlagzeilen kommen, dass hier Leute dann ja kalt rausgesetzt werden. Ich beobachte das sehr genau und sorge auch dafür, dass hier keine unsauberen Dinge passieren. Bis die Papiermaschine mit der Nummer 10 in Plattling also wirklich stillsteht, wird es noch ein wenig dauern. Bis dahin bleibt der 2. April der bislang schwärzeste Tag in der Geschichte der Plattlinger Papierfabrik. Nachvollziehen ist das ganz schwierig für mich, weil natürlich hier meine Emotionen bei den Mitarbeitern sind und hinter jeder Stelle stehen Menschen und hinter jedem Mensch steht eine Familie und Schicksale. Und deswegen kann ich das nicht verstehen.